dich. Ich muss sagen, dass ich von deinem Vorwärtskommen enttäuscht bin. Ich hatte dich eher hier erwartet. Sag, hattest du ein Problem damit, deine Brüder umzubringen? Hattest du ein Problem damit, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Die Ewigkeit ist grausam, Raziel. Als ich Jahrhunderte zuvor erstmals in diese Kammer schlich, hatte ich die wahre Macht des Wissens noch nicht ergründet. Die Zukunft zu kennen, Raziel. Zu sehen, wie sich ihre Wege und Strömungen ins Unendliche hinziehen. Als Mensch hätte ich diese verbotenen Wahrheiten niemals kennengelernt. Aber jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Spürst du nicht mit deiner ganzen Seele, wie wir göttergleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht unzertrennlich? Solange ein einziger von uns noch steht, sind wir unschlagbar. Unsere Zukunft ist vorherbestimmt. Möbius hat meine Entwicklung bereits vor Äonen vorausgesagt. Wir spielen beide die Rolle, die das Schicksal für uns geschrieben hat. Entscheidungsfreiheit ist eine Illusion. Ich habe die Grabkammer der Sarafan gefunden, Kain. Wie konntest du nur einen Priester entweihen, indem du ihn in einen Vampir verwandelt hast? Warum sollte ich nicht? Man muss sich um seine Freunde kümmern, Raziel. Und noch mehr um seine Feinde. Wer könnte mir besser dienen als die, deren Leidenschaft die Begriffe Gut und Böse bei weitem übertrifft? Die Sarafan waren Erlöser, die Nosgoth vor unserer Fäulnis verteidigten. Meine Augen sind geöffnet, Kain. Ich empfinde es nicht als edel, dass du dieses Unleben in meinen sich sträubenden Körper pflanztest. Du magst deine Vergangenheit enthüllt haben, aber du weißt nichts darüber. Du denkst, die Sarafan wären edel, selbstlos? Sei nicht einfältig. Ihr Ziel war das gleiche wie unseres. Du hättest mich beinahe gehabt, Raziel. Aber dies ist nicht der Zeitpunkt oder der Ort für ein Ende. Das Schicksal verspricht weitere Verflechtungen, bevor dieses Drama sich komplett auflöst. Erlöser und Zerstörer, Bauer und Messia. Willkommen, zeitumspannende Seele. Willkommen zu deiner Berufung. Bin ich, möchtest du wissen. Doch besser fragtest du dich, wann bin ich? Nun gut, du alte Schlange. Wenn du bloße Hände bevorzugst. Damit habe ich nicht gerechnet. Diese Kristallkugel setzt unsere Feinde, die Vampire, außer Gefecht, macht sie hilflos und bewegungsunfähig. Allerdings scheint sie auf deine spezielle Waffe hier die gleiche Wirkung auszuüben. Aber du musst mir glauben, ich führe nichts Böses im Schilde. Du kannst deine Maskerade als Wohltäter aufgeben, Möbius. Ich weiß, wer und was du bist. Ich sollte dich gleich töten. Vielleicht solltest du, mein Junge. Aber du kannst nicht. Bist du dir da so sicher, Möbius?
Meine Rolle als Hüter der Zeit erfordert zuweilen ein gewisses Maß an Allwissenheit, Raziel. Nein, du wirst mich nicht töten. Diese Ehre bleibt deinem Schöpfer vorbehalten, Kain. In etwas mehr als 30 Jahren von heute an. Ihr beide seid wahrlich ein Paar. Du bist so schicksalsergeben wie er. Der Tod kommt zu uns allen, Raziel. Es ist nur eine Frage der Zeit. Woher kennst du meinen Namen? Wir sind einander nie begegnet. Ganz im Gegenteil, Raziel. Ich kenne dich sehr gut. Und es bekümmert mich zu sehen, wie grausam Kain dich benutzte. Ich kenne dich, seit du der Seraphan-Bruderschaft angehörtest, Raziel. Wir standen einander sehr nah. Oh, bitte. Glücklicherweise musst du mich nicht lieben, um mein Verbündeter zu sein. Befinden wir uns in der Festung der Seraphan-Priester? Ja, aber die ruhmreichen Tage der Seraphan sind schon lange vorbei, fürchte ich. Wir leben in eher zynischen und unschicklichen Zeiten. Meine Söldnerarmee bewohnt jetzt diese Festung. Wir versuchen, das Gedenken an die Seraphan durch unseren demütigen Kreuzzug zu bewahren. Ist das der Vampir Vorador? Ja. Die Geißel des Kreises. Das wohl verdorbenste und dekadenteste Exemplar dieser degenerierten Rasse. Er ermordete 6 der wehrlosen Hüter, als sie sich in diesen Raum geflüchtet hatten. Und du selbst hast das Massaker irgendwie überlebt? Ich und 2 weitere. Der Kreis war zerstört. Nur wir 3 wurden verschont. Wie passend. Du verzeihst mir doch, dass ich nicht gleich jede deiner Botschaften naiv schlucke. Dir folgt der Ruf des Betrügers. Und wer verleumdet mich so? Dein Übeltäter Kain. Der, der dich verraten und vernichtet hat? Unser gemeinsamer Feind? Berücksichtige deine Quelle, bevor du mich so streng beurteilst. Unsere alte Freundschaft wird wohl kaum neu aufleben, jedoch verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide, dass Kain stirbt. Ich kann dir dabei helfen. Du wirst dich da nicht einmischen wollen, alter Mann. Ich kenne alle deine schmutzigen kleinen Pläne, aber bei diesem hier verlierst du langsam den Boden unter den Füßen. Du unterschätzt mich, Raziel. Lass es mich beweisen. Selbst jetzt noch liegt Kain auf der Lauer, nicht wissend, dass ich dich aus dem Zeitstrom herausgerissen und hierher gebracht habe zu mir. Sieh nur, wie er um die Säulen herumlungert, die er dereinst zerstören wird. In dem närrischen Glauben, deinem Zugriff entkommen zu sein. Die Säulen stehen auch noch in dieser Zeit. Ja, Raziel. Denn sie verkörpern die göttliche Macht, die unsere Welt bewahrt. Wir, die wir den Säulen dienen, schützen ihr zerbrechliches Gleichgewicht. Doch Kain ist auserkoren, das Gleichgewicht zu stören. Ich glaube, du kennst bereits die Einöde, die durch seine entsetzliche, selbstsüchtige Entscheidung entstand. Kains gesamte Existenz bedroht wie ein Geschwür diese Welt. Solange er lebt, schwebt Nosgoth in höchster Gefahr. Vielleicht wirst du niemals wieder menschlich, Raziel. Doch kannst du das Wesen deines Menschseins und den Adel deines seraphanischen Erbes neu verstehen. Gehe zu ihm, Raziel, und mach ein Ende damit. Doch zunächst musst du deinen Weg aus der Festung finden. Und da, so fürchte ich, kann ich dir nicht helfen. Meine Soldaten werden deine Anwesenheit hier nicht verstehen. Sie werden versuchen, dich zu töten. Doch habe keine Furcht. Sie sind keine Gegner für dich. Beschränke die Opfer auf ein Mindestmaß. Doch tu, was du tun musst. Alle großen Bewegungen brauchen ein paar Märtyrer. Wieder allein schaute ich mich um und bemerkte einen zweiten Zeitstromraum, dessen Eingang fast identisch mit dem des ersten war, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Dieser Kristall war bedeutsam, doch wie sehr, sollte ich noch herausfinden. Hallo Leute und herzlich willkommen bei Legacy of Kain, Soul Reaver 2.
Wir sind in der Festung des Radaphanen und die Geschichte von Legacy of Kain geht weiter. Nachdem Blood Omen 2, Blood Omen 1 und Soul Reaper beendet sind, müssen wir uns natürlich fragen, was geschieht mit Raziel, nachdem er in den Zeitstrudel geraten ist. Und die Antwort ist, er traf auf Möbius, den Zeitströmer. Nennt man das so? Egal, wir sind in der Festung des Radaphanen. Eine Art kleiner Tutorial-Level, wo wir lernen, wie wir Menschen sorgfältig und richtig töten können. Da vorne ist auch schon einer. Ja, aber ich bin immer noch aus Raziel. Wir machen uns noch ganz fix mit dem neuen Kampfsystem vertraut. Da spieße ich den alten Wach mal einfach mal so auf. Nom nom nom. Zählen sind natürlich immer lecker. Kain brauchte ja Blut. Wissen wir. Ja, greif den. Du bist ja lustig. Komm mal her zu mir. Ja, das neue Kampfsystem ist einiges dynamischer. Allerdings kann ich euch gleich verraten, dass es auch einiges schwieriger ist. Denn Feinde warten nicht mehr auf ihren Zug, bis sie angreifen dürfen. Das kennt ihr ja ganz stark aus Blood Omen 2. Der, wo es alles so schön lemminghaft nach der Reihe kam. Hier werden sie versuchen, euch zu schwarmen, ja. Also sie kommen alle auf einmal. Da ist Position, Geschick und Kamera. Und Taktik schon sehr, sehr gefragt. Kannst mich gar nicht sehen, ich duck mich nämlich. Okay, das funktioniert. Aber seht schon, diese Soldaten von Möbius haben es überhaupt nicht drauf. Was ich sehr schön finde, sind diese Wandbilder, diese Musikdinger. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Die Tür davon ist zu. Lecker Ratti. Fledermäuse. Also wenn hier schon Ratten und Fledermäuse rumfliegen, denke ich mal, er war schon lange gerne. Sie ist ja eine hübsche, aber allerdings muss ich mich töten. Und lass den Kopf ab. Das hier geht ein bisschen komisch, da hängt die Animation irgendwie. Was ist das eigentlich? So was wie eine Sonne. Ja, wir wissen ja, wer Möbius ist, ne? Was er plant, so in der Zukunft, dass er alle Vampire auslöschen will. Das haben wir im Blood Omen 1 gelernt. Überall in der Festung fand ich Beweise für meine adlige Herkunft und mein Leben als Priester der Seraphan. Dieses noble Erbe wurde mir geraubt, als Kain meine heilige Krypta überfiel und mich schändete. Ach, Raziel, sei doch nicht immer so. Du bist so zum Nachtragen irgendwie. Ja, der erste Gruppenkampf. Sollte ich vielleicht noch die Gruppentaste benutzen, ne? Arch, arch, arch. Das ist das Einzige, was ich bis jetzt finde an Soul Reaper, das wäre das Kampfsystem. Ich meine, ich habe alle Mittel nicht zu wehren, so ist es ja nicht, ne? Warte mal ganz kurz. Ups. Die nutzen das halt auch böse aus, finde ich. Kampf gegen diesen Seraphan-Soldat, das ist nicht so tragisch, ja. Aber später kommen noch andere Gegnertypen, dann wird es dann schon einiges happiger, weil uns ziemlich viel Energie abziehen. Ja, was ist jetzt? Aber Möbius ist auch toll, lässt uns einfach seine ganzen Soldaten töten. Der Mann hat keine Skrupel. Das Vampirköpfe. Oder waren das unartige Diener von Möbius? Ich weiß es nicht. Ach ja, die Festung der Seraphan. Unsere alte Heimat. Wissen wir. Ein Gitter versperrt mir den Weg. Erinnert ihr euch an Soul Reaver 1, was wir von Malekai, unserem ersten Bruder, unserem kleinen Bruder bekommen haben? Ja, wir können natürlich wieder Welten wechseln. Das blieb gleich. Und wir können natürlich in der Spektralwelt unsere Geisterform durch G
Gitter hindurchschweben. Wir haben keine unserer Fähigkeiten verloren. Wir können durch Gitter durchschweben, wir können schwimmen, wir können klettern, alles was wir hatten. Auch die Telekinese blieb erhalten. Und natürlich auch das wunderschöne Weltenwechseln. Und ich finde die Spezialwelt so richtig cool, alles so verzogen und ja, schief halt einfach, ne? Aber sieht geil aus. So. Außer Reichweite von Möbius verfluchtem Stab fühlte ich, wie die Kraft des Soul Reaver langsam zurückkehrte. Wenn diese Kristallkugel bei Vampiren so schwächend wirkte wie bei der Klinge, dann gäbe sie Möbius einen mächtigen Vorteil gegenüber seinen Feinden. Schließlich begriff ich, wie Möbius' Kreuzzug die Vampire so erfolgreich dezimieren konnte. Wenn er seine Feinde lähmen konnte, dann waren sie ihm ausgeliefert. Doch wie, fragte ich mich, könnte der Stab den Soul Reaver beeinflussen? Ich persönlich frage mich ja, woher er den Stab hat. Na Leute, Lust auf ein Tänzchen? Ach ja, wenn ich einmal getroffen werde, ist der Soul Reaver. Oh, dein Herz gehört mir. Da ist er wieder. Bevorzuge aber die normalen Waffen im Moment. Weil ich werde nicht lange bei voller Lebensmittel bleiben, das muss ich sagen. Was? Im Fort, Menschenweib. Sieht einfach so richtig cool aus hier drin. Da vorne läuft noch eine. Die habe ich noch gar nicht gesehen anscheinend. Ist auch noch eine. Wer von euch will ich nichts. Der Weg ist frei. Als ich mich dem innersten Heiligtum der Festung näherte, überkam ich ein eigentümliches Gefühl. Als verließe ich meinen Körper, mich überkam ein Schwindel, die Realität selbst zerrte an mir und krümmte sich um mich. Die Störung schien von der entlegensten Kapelle des Allerheiligsten zu stammen. Als ich vorsichtig näher kam, verstärkte sich das Gefühl der Entwurzelung mit jedem Schritt. Dies war also das Grab von König William dem Gerechten. Ein Märtyrer, der Möbius zu seinem Kreuzzug anspornte. Ich erinnerte mich an Kains Reise als junger Vampir. Wie Möbius ihn zwang, in die Geschichte zurückzureisen und William zu töten, damit die Bürger von Nosgoth sich voller Hass an den Vampiren rächten. Und hier entdeckte ich nun die eigentliche Quelle meiner Unruhe. Es war der Soul Reaver selbst, der wie eine Reliquie ausgebreitet dalag. Er war zerbrochen nach dem Kampf zwischen William und Kain. Ich hätte so etwas nicht für möglich gehalten, bis natürlich Kain die Klinge an mir selbst zerschmetterte bei seinem vergeblichen Versuch, mich zu töten. Auf diese Weise wurde die dem Reaver innewohnende Kraft befreit, die sich an mich band und zu meiner symbiotischen Waffe wurde. Und so traf der Reaver auf sein früheres Ich, immer noch gefangen in dieser materiellen Hülle. Gebannt sah ich, wie die spirituelle Klinge sich löste und sich der Länge nach um ihr materielles Gegenstück herumschlängelte. Gleichsam wie Zwillinge trafen sich Klinge und Spiegelbild und weckten den Geist des Reavers zu voller Stärke. Und zum ersten Mal spürte ich die wahre Präsenz dieses anderen Wesens, willensstark, hungrig und noch verwirrt von der tausendjährigen Gefangenschaft. Der Reaver wurde mein Herr, und ich war lediglich sein Wirt. Hilflos gab ich ihm meine Seele, auf dass sie die Klinge stärke. Doch der Reaver sann nicht darauf, mich zu zerstören. Denn ehe ich mein Bewusstsein verlor, lockerte die Klinge ihren Griff. Als ich erwachte, wurde mir gewahr, dass uns nun eine zerbrechliche Allianz verband. Der Reaver war nicht länger bloß meine symbiotische Waffe, sondern ein fühlender Parasit, der um Kontrolle kämpfte. Was hast du mir angetan, Möbius? War das deine Falle? Wieso meine? Vergiss nicht, dass es Kain war, der dich hierher führte und nicht ich. Und trotzdem verfluchst du mich. Die einzige Seele Nosgoths, die dich begleitet und unterstützt. Kain lacht über unsere Tollheit und schwelgt in deinem Entsetzen. Diese Klingen, die sich hier in unheimlicher Umarmung verschränken, haben selbst bei Kreaturen, die weit langlebiger sind als du, nacktes Entsetzen hervorgerufen, alter Mann.
So eng umschlungen, wie sie sind, könnten sie leicht die brüchige Hülle deiner Seele zerschmettern. Raziel, bedenke deine Schritte. Ich bin nicht schuld an diesem Treiben. Ich hatte lediglich die Absicht, dich bei deiner gerechten Aufgabe zu unterstützen. Na, du zitterst ja, Möbius. Bist du vom Mut verlassen? Es war offenkundig ein schwerer Fehler, deinen Stab so leichtfertig zurückzulassen. Ist er es, aus dem du deinen Mut gewinnst? Hör mich an, Raziel. Du weißt ja gar nicht, was du tust. Ich nahm ein großes Risiko auf mich, als ich hier vor dir erschien, so wehrlos und doch gewillt, dir meine guten Absichten zu beweisen. Hast du nur einen Funken deines seraphanischen Adels, wirst du es nicht tun. Während du nach meinem Leben trachtest, wird dir dein wahrer Feind entkommen. Mach dir keine Sorgen um keinen, alter Mann. Ihr beide werdet euch bald schon in der Hölle treffen. Wie du sagtest, der Tod kommt zu jedem von uns. Ja, das Rad des Schicksals erfordert es. Was sagtest du? Das Rad des Schicksals. Der unausweichliche Zyklus aus Tod und Wiedergeburt, zu dem alle Menschen verurteilt sind. Wir dienen dem gleichen Gott, Raziel. Mich zu töten, hieße Gottes eigenen Diener zu töten. Und ich glaube, nicht einmal du würdest ein solches Risiko eingehen. Ich bin deiner Spielchen überdrüssig, Möbius. Nun, da ich weiß, dass du mich fürchtest, bist du keine Gefahr mehr. Kain wartet auf mich. Finde Kain und vernichte ihn. Im Namen des einen Gottes, dem wir beide dienen. Du, der du einst ein Priester der Seraphim warst, ermordet, entweiht, vernichtet und schließlich wiedergeboren allein aus seiner Gnade heraus, bist nun so mächtig ausgerüstet, um ihm als Vertreter zu dienen, als sein Instrument des Wiederaufbaus und der Vergeltung. Meine eigene Rache ist mir Ansporn genug. Meiner Seele. Fast hättest du mich gehabt, mein kleiner blauer Mordbrenner. Aber mehr als diese eine Chance wirst du nicht erhalten. Da kannst du sicher sein. Nun konnte ich die Klinge immer beschwören, egal wie stark ich gerade war. Doch sobald ich dies tat, war der immense Hunger der Klinge nicht mehr zu bändigen. Sie gierte nach den Seelen ihrer Opfer. Und wenn ich dem Reaver keinen Einhalt gebührte, würde er von nun an seinen Hunger an mir stillen. Ja, ihr seht, wir verlieren Lebensenergie. Sie ist um einiges kleiner geworden als zuvor. Und wir können den Reaver jetzt jederzeit beschwören. Immer wenn ich zuschlage, füllt sich ein Balken um meinen Lebenskreis. Wenn dieser Balken voll ist, also 360 Grad, dann richtet sich der Soul Reaver gegen mich. Und das ist ein schwerwiegendes Problem. Ja, ihr habt gehört, ein Soul Reaver liegt hier drinnen. Das ist der Soul Reaver von William den Gerechten, dem Nemesis, den wir aus Blood Omen kennen. Und ich habe damals vergessen zu erwähnen, dass der gute William auch einen Soul Reaver führte. Das war ein Paradoxon. Zwei Soul Reavers in derselben Zeit. Ja, das hat die ganzen Geschehnisse aus der Bahn geworfen und die ganze Geschichte auf eine extra Zeitachse gelegt. Ja, es gibt insgesamt drei verschiedene Zeitachsen, die wir berücksichtigen müssen. Die normale und eben die des Paradoxons. Aber dazu später mehr, wenn es dann soweit ist. Ich will nicht spoilern. Liebe Leute, ich mache für die erste Folge hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Legacy of Kain, Soul Reaver 2. Und ich bin gespannt, was das Schicksal für unseren kleinen blauen Mordbrenner noch so innehält. Ich bin euer Zack, wenn es euch gefallen hat, gebt ihr ganz einen Daumen, schreibt den Kommentar und ich sage immer, stay tuned and so long.